Leute, was geht? Wir reagieren auf das neue Video von Laso. Das Video nennt sich: Es gibt einen McDonald's in der Pyramide mit John Brook und Ozan Leif. So, meine Damen und Herren, ich befinde mich gerade vor einem stinknormalen Stein hier. Ganz normaler Stein, den ich hier berühre. Aber nein, in Wirklichkeit befinden wir uns vor solch einer Pyramide. Meine Damen und Herren, eines der sieben Weltwunder. Heftig. Das war schon immer mal mein Kind. War schon mal jemand von euch in Ägypten? Ich sag's euch, wie es ist. Wenn es um Hotel geht oder was auch immer, größter Müll. Ich glaube, Deutschland ist das Lieblingstouristenort von denen. Die alle so eins vor tot sind. Die im Altersheim eins vor tot sind, gehen immer nach Ägypten. Lohnt es sich? Wenn du die Historie geil findest, und das fand ich sehr geil, was Pyramiden und sowas angeht. Ich bin da richtig drin, Bruder. War schon sehr, sehr wild, diese Pyramiden. Aber wenn du nur wegen einer Pyramide hinfliegst, lohnt sich es nicht. Das Meer ist nice. Aber ich würde nicht nochmal hinfliegen. Traum, hierher zu kommen und die Pyramiden mit eigenen Augen zu sehen. Kindheitstraum erfüllt, dank John Brook. Kein Problem, ist das der Titel vom Video? Ja, so ähnlich, ja. So, gerade eben habe ich euch die Pyramiden gezeigt. Jetzt, meine Damen und Herren, stehen wir vor der Sphinx. Ich weiß nicht, ob man sehen kann. Ich wusste nicht, dass man in Ägypten so viel Deutsch redet. Bruder, jeder Tourguide dort oder jeder, der im Hotel arbeitet, spricht besser Deutsch als ich. Und das muss schon was bedeuten, Bruder. Das ist ein Lieblingsort von den Almans ist, Bruder. Auch noch 6 Stunden dahin fliegen mit so einer Drecksfluggesellschaft, Mann. Boah, Bruder, als wir zurückgeflogen sind, 6 Stunden. Ich habe keinen Film runtergeladen, ich hatte keinen Bildschirm, ich hatte kein Internet. Ey, ich bin durchgedreht. Ich bin durchgedreht, Bro. Ich merke, desto älter ich werde, desto mehr kickt ADHS. Ich kam nicht klar. Ich guck nach links, ich guck nach rechts, ich guck nach vorne. Ich weiß, was ich tun soll. Ich kann mich nicht ablenken. Einen Moment, wir gehen näher ran. Das, meine Damen und Herren, ist die Sphinx. Wisst ihr, was die Sphinx ist? Laut unser Tourguide bedeuten diese Statuen Kraft und... Was bedeutet das nochmal, Can? Was denn? Statuen, warum haben die es nochmal gebaut? Nee, die hat gesagt Weisheit und noch was. An der Weisheit eines Mannes erkennst du einen Johannes. Weisheitsszene. Ja, genau, das war's, ja, genau. Die haben diese Statuen... Er hat alles zurechtgeschnitten, ich habe das nie so gesagt. Gebaut wegen Weisheitsszene. Und damit die Jagdmuskulatur der Ägypter damals gestärkt werden sollte. Hey, und weißt du, was ich gerade rausgefunden habe, um diese Pyramiden zu bauen? Die Menschen waren damals viel größer und breiter. Das heißt, die hatten auch eine breitere Jagdmuskulatur. Hab ich nie so gesagt, Digga. Hab ich nie so gesagt. Ich distanziere mich vom breiten Jadax. Man munkelt, dass es in der Sphinx einen Geheimeingang gibt. Ich habe unseren Tourguide gefragt. Die meinte, nee, das ist Quatsch. Da haben nur ein paar Grabräuber und Diebe versucht zu buddeln und zu schauen, was da drin ist, aber haben da nichts gefunden. Ja, die Leute heutzutage haben dann Verschwörungstheorien aufgestellt und gesagt... Wieso hat er einen Pulli an? Er war sehr, sehr krank diese Woche, Mann. Er war sehr, sehr krank, hat aber trotzdem durchgezogen mit den Videos und so, ne? Ja, da gibt es einen Geheimeingang und sowas. Aber alles Quatsch mit Soße natürlich. Die 7 Weltwunder kennt man ja. Weltwunder Nummer 1, Brandenburger Tor. Weltwunder Nummer 2, Pyramiden. Der Rest wisst ihr. Normalerweise kenne ich sowas aus National Geographic Channel. Warum diese Natur, wallahi, unankommen? Ich hab's nicht reingeschnitten. Ich hab eine Aufnahme von den Typen. Guckt euch diesen Typen an. Osa hat mich zum... ich bin gestorben vor Lachen. Wisst ihr, wie der Typ aussieht? Wie dieser brasilianische TikToker. Es selber. Guckt ihn dir an, Bruder. Und dann auch noch diese Brasilien-Flagge hintergrund. Wir haben diese Aufnahme nicht mehr. Es selber. Dieser Bart. Er hat uns für 40 Euro irgendwelche Öle verkauft, die für 3 Euro... Hör zu, ich muss auspacken. Hör zu jetzt. Falls ihr mal nach Ägypten fliegen solltet, lasst euch nicht verarschen. Wir hatten einen Tourguide und ich schwör's euch, diese Frau war wirklich sehr, sehr, sehr sympathisch, okay? War alles im Notbrett. Die hat auch nicht viel Geld genommen. Die hat uns so Sachen erklärt, Sachen gezeigt. Und bevor wir... Also wir waren erst im Museum und danach waren wir auf dem Nil und danach waren wir auf dem Weg zu den Pyramiden, okay? Und bevor wir die Pyramiden erreicht haben, meinte sie, hier ist eine Familie, die verkaufen Parfüme, okay? Die Familie gibt's schon seit hunderten Jahren. Die sind auch sehr nett, sehr liebevoll. Schaut euch das an, die werden euch gut behandeln und sowas. Ist kein Touristenscam oder so. Ist einfach eine... Und wisst ihr, was ich mir dann denke? Oder mit Osan oder wie wir uns dann gedacht haben? Ja, wahrscheinlich so eine Hütte oder so ein Dorf, wo man dann reingeht und da sind dann so ältere Frauen, die mischen sich sowas zusammen, dies, das. Bruder, der modernste Laden, war da bei Marc Gebauer, sieht sich so aus bei diesem Parfüm. Und er konnte fließend Deutsch. Also Brüder, wir sind Brüder und hier verhandeln wir. Wir sind Brüder, ihr müsst gar nichts kaufen, nur zuhören. Ihr müsst gar nichts kaufen. Okay, ich will nichts kaufen. Doch, doch, wir haben das und das, guckst du dir an. Nein, ich möchte nichts kaufen. Ja, okay, du musst nichts kaufen. Aber guck mal, das für deine Mutter. Größter Scam. Und im Nachhinein ist mir dann so eingefallen, ich habe 40 Euro für diesen bezahlt, also diesen Duft. Er riecht zwar gut, aber so 40 Euro ist es nicht wert. Hättest du auch für 20 bekommen. Richtig dumm, Bruder. Ich bin einmal gefickt. Wollen wir wetten, dass der Tourguide, der uns dahin geführt hat, auch Provision von unseren Verkäufen bekommen hat? 100%. Warum soll eine Dame, die uns leitet, einfach dahin bringen und nichts davon haben? Sick, der den geht nach meiner Kim. Ich weiß, aber er will stark. Er ist trotzdem nicht stark. Wir befinden uns gerade hier in einem Laden, wo Düfte und sowas verkauft werden. Kommt nicht so viel. Osan scheint nicht zufrieden zu sein. Entschuldige nicht, vergessen, mein Bruder. Hallo. Ja? Entschuldigung, hallo. Gegen Kopfschmerzen. Wir haben ja ein bisschen. Kopfschmerzen, Schnarchen, Nase zu, Nackenschmerzen. Diese Creme gut, aber ihr müsst nicht kaufen. Okay, ich kaufe nicht. Doch, gut. Es selber. Koks bekommen, was wir nach Deutschland transportieren. Wir werden damit relaxen immer.
Hotel später. Alter, die fühlen sich auf meinem Kanal viel zu wohl. Die sagen, was sie wollen. Alter. Ja, ich kann mich hier austoben. Sehr krass, der Bruder, wie heißt du? Abdullah. Abdullah, der hat die Sprachen nur vom Hören gelernt. Entschuldigung, nur von Hören, ich fließend Deutsch reden kann, um euch zu scammen, ihr Hund. Hallo, Entschuldigung, hallo. Wenn ihr in der Schule aufgepasst habt, dann müsstet ihr wissen, dass der Nil 7000 Kilometer lang ist. Also ich kenne nichts anderes, was 7000 Kilometer lang ist. Hallo. Wir sind jetzt von der Pyramidentour fertig und wir haben tatsächlich ein bisschen Hunger. Mein Lebensziel ist es, alle McDonald's-Filialen auf der ganzen Welt getestet zu haben. Gehen wir mal rein. Osa, was bestellst du da? Ein Schweine-McRib. Was? McDonald's in Ägypten schmeckt nicht. In Marokko war geil, aber hier hat nicht geschmeckt. Und Filetfisch gab's auch nicht, Digga. Da konnte ich der Jarak-Muskulatur nicht vorbeugen, Mann. So geil ist das. Aber ich probier's einfach mal. Hier mit Gouda-Käse. Was zum Geier? Back, und diese Einblendung, die immer jedes Mal eingeblendet wird, Bruder. Was ist das? Ich muss irgendwas updaten. Ich will das nicht sehen in meinen Videos. Ich sehe mein Update hier, was dir angezeigt wird. Der unprofessionellste YouTube-Streamer. Okay. Warum sagt mir irgendwas, dass da Bacon drin ist? Also ich gebe dem eine 10 von 10, aber ich werde erstmal kontrollieren, ob da Bacon drin ist. Und dann schauen wir weiter. Also ich habe das Ding hier jetzt rausgemacht, das war kein Bacon. Aber es hat mir trotzdem nicht gefallen, deswegen habe ich es aus dem Burger gemacht. Aber ansonsten, ich sag dir ehrlich, der Burger ist geil, den kann man sich... Hat jemand eine McDonald's-Aufnahme bestellt? Eben. Ist eine 10 von 10. Und ich verteile nicht oft 10 von 10. 10 von 10, ich stimme dir zu. Ich fand es in Marokko irgendwie ein bisschen leckerer, wenn man es jetzt vergleicht. Was sagst du? Ja, stimmt. Fettes Kind. Guckt euch diesen Menschen an. Guck mal, diese Aufnahme ist jetzt auch eine Woche her. Und jetzt, guck mal, was in einer Woche... Okay, ich habe mich jetzt nicht so krass verändert so. Aber wenn meine Haare unten ist schon ein kleiner Unterschied. Bruder, ich sehe aus wie ein fettes Schwein, Mann. Aller fettes Schwein. Ein Monat, merkt euch das. Ein Monat. Kontrolliert jeden Tag meine Stories. Guckt, was ich jeden Morgen mache. Kann ich Ihnen recht geben? Ich wünsche dir eine gute Besserung. Ein Schweine-McRib. Hier, schaut mal, Leute. Das ist der ganz, ganz alte Strohhalm. Mit Farben noch. Walla Billa, kennt ihr diesen einen Jungen? Das ist kein richtiger McRib. Der stand schon zu lange draußen. Ich kenne die McRib. Fette Schwein, Digga. Hör auf zu essen. Plastikstrohhalm. Geiler Scheiß, McDonald's. Geiler Scheiß. Geiler Scheiß, Mann. Ein Schweine-McRib. Wir sind jetzt hier auf so einer privaten Yacht. Und zwar die Yacht von Chan Brock, um genau zu sein. Seid ihr von MTV Cribs, Alter? Ja. Ja, wir kommen auf mein Schiff, Mann. Auf jeden Fall fahren wir jetzt nach Bikini Bottom. Die große Krabbe Pizza ist die eine Pizza, die für dich und mich ist. Verstehst du was? Allah Rahmet Elisin, ich wusste nicht, dass er gestorben ist. F an unserem Bruder, und dass wir ihn trotzdem bedenken. Ich meine, so, wir chillen hier ganz gediegen auf dieser Privatjacht von Chan Brock. Habt ihr Bock? Schöne Yacht hast du da, ja, danke. Auf eine Yachtparty, und wir laden euch ein. Schreibt einfach in die Kommentare, ich will auf die Yachtparty von Chan. Und ich suche mir dann 100 Leute aus und wir feiern dann diese Party hier auf dieser Yacht von Chan Brock. Wir sind jetzt von dieser Yacht auf dieses Boot hier umgeswitcht. Ich habe irgendwie das Gefühl, wir sind zu viele auf einem kleinen Boot. So, wir sind jetzt offiziell angekommen. Wir steigen hoch auf die Insel. Hat jemand einen Reupload bestellt? Wir sind jetzt bei Giltun Island. Ich weiß nicht, wo wir sind. Ein Seniorentreff. Seniorentreff. Ja, wir sind in einem Bungalow. Was wird das erste sein, was ihr machen werdet auf dieser Insel? Boah, Bruder, da muss ich noch ein bisschen kreativ werden. Ich glaube, ich gehe schwimmen oder so. Ich sehe zum ersten Mal eine Katze am Strand. So, wo ist unser Platz, Can? Hier. Du hast gar keinen Platz an der Sonne. Warum? Weil du lebenslänglich hast. Ein Platz an der Sonne oder lebenslänglich? Also. So, wir sind jetzt aufgestanden und hatten irgendwie Lust auf eine Speise. Deswegen haben wir uns überlegt, wir werden eine spezielle ägyptische Süßigkeit probieren. Die nennt sich Waffel. She said, do you love me? I tell her only partly. I only love my baby. Ein Schweine-McRib. Ey, ich bin zurzeit voll in diesen Illuminaten-Film. Ich schwör's dir, diese ganzen Rapper haben doch gegenseitig Krieg gehabt. Und ich wusste nicht zum Beispiel, dass XX, man sagte, dass Drake den ermorden lassen hat, ne? Und so ein Film. Alla, Bruder, da denk ich schon wieder. So, die Jungs haben beide Nutella bestellt. Aus Gold. Und ich hab... Back eine Waffel, 8 Euro. Es hat nach nichts Gutem geschmeckt. Aber dann dafür alles. Mit Eiscreme und Karamell. Karamell. Ich hab die Waffel probiert. Ich sag euch ehrlich, ich würde dir kein zweites Mal eine Waffel holen. Es war teuer und es hat nicht so geschmeckt. Bin ich ehrlich. Dem ist gerade die Gabel kaputt gegangen. Dem ist auch die Gabel kaputt gegangen. Ich hab die halbe Gabel gegessen, aus Versehen. Ja, ich hatte eine Gabel im Mund, Digga. Hat auch nicht gebockt. Auch meine Gabel. Nein, Digga, ich wollte doch wirklich weiter essen, Mann. Ein Schweine-McRib.
fragen uns schon die ganze Zeit, was ist da? Das war cool, Bro. Diese Aussicht von da war schon sehr geil. Da oben. Wir gehen jetzt auf jeden Fall hoch und schauen, was da ist. Die Insel heißt, by the way, Orange Bay. So, jetzt sehen wir aber gleich, was da oben ist. Und dann werde ich es euch auch berichten. Das sind einfach nur Sitzplätze und so hier. Aber eine schöne Aussicht. Man muss ja mal ehrlich sein im Leben. Ein Schweine-McRib. Chan, Osan und ich, wir werden jetzt gleich Quad fahren. Wir warten jetzt hier auf diese Mitarbeiter, dass sie alles einstellen. Das war auch geil, Digga. Wir sind einfach 20 Kilometer mit dem Quad gefahren und wieder zurück. War schon cool, Bruder. Ich habe richtig so, als ich gefahren bin, mein Gehirn ausgeschalten. Einfach so in die Ferne geguckt, Bruder. Die Berge gesehen, Sonne. Du siehst einfach nichts und hast ein bisschen Daumenschmerzen, weil die Quads nicht so gut waren. Und sowas. Osan sieht aus wie so ein Doppelagent. Anonymous, was geht? Ich will die Weltherrschaft. Ich habe hier so eine Brille von Cartier gekauft. Die hat mich tatsächlich ein paar tausend Euro gekostet. Die habe ich aber nur für diese Quad-Tour gekauft. Und John hat eine Brille von, die ist glaube ich von Prada. Ah, okay. Kann man machen, auch ein paar tausend. Auf entspannt. Und wenn die Quad-Tour fertig ist, schmeißen wir die Brille in den Mülleimer. Ein Schweine-McRib. Wir waren gerade Quad fahren. Die zeigen uns, wie man Brot macht. Irgendwie so eine traditionelle Art. Ah, schmeckt gut. Wow, schmeckt nach Chips. Er sieht aus wie ein 45-jähriger Amjo auf Facebook. Bruder, er sieht aus wie Bodat. Ich küsse dein Herz, Mann. Wallah, ich sehe keinen Unterschied. Also das Brot ist besser, als ich gedacht habe. Was sagst du, Osan? Oh ja, ist gut. Er will das Handy haben. Dünyanın en tatlı bebesi. Bebeği. Nach Imani. Oh nein. Wenn ich es ihm gebe, dann... Ja, mein Handy süchtig. Dann wird er weinen, wenn ich es ihm wegnehme. Lass ihn doch wann. Ich kann ihm das Handy nicht geben. Oh, ein Schweine-McRib. Osan. Ja, Bruder. Gib demjenigen das Baby zurück, dem es gehört. Nee, ich muss nach Deutschland. Wow. Er könnte sich daran auch verschlucken. Wir befinden uns gerade hier in der Wüste und mit... Er hat's rausgeschnitten. Das Baby hat diese Süßigkeit rausgespuckt, aber sehr ehrelos rausgespuckt. Alles war voll, es hat ihm nicht geschmeckt. In der Wüste einfach eine Burg. Schaut euch das an. Eine Burg, als hätte sie Bob der Baumeister gebaut. Oh nee, warte, das ist eine Moschee. Ja gut, das wusste ich jetzt nicht. Vom Außen sah die, aber sieht sehr schön aus, muss ich sagen. Ein Schweine-McRib. Wir kommen gerade von der Quad-Tour wieder heim. Can ist duschen gegangen und Osan und ich gehen jetzt was essen. Wir schauen jetzt, was es da so zu essen gibt. Ich gebe auch aus da so. Nee, ich habe mich mit ein paar Seniorinnen getroffen und habe sie weggehauen. Kurz vor deren... Ach, das war Spaß, Digga. Ja, gib aus, dankeschön. Er gibt mir bei einem Ort... In diesem Pfiff. Seniorenheim, Alter. Wallah, ich bin so aggressiv. Ein Inclusive-Hotel aus. Gechillt, bra, gechillt. Ein Schweine-McRib. Osan und ich sind gerade am Essen. Wow, was hast du geholt? Pasta. Ich bin am Türen. Al Forno. Ey, wie kehrt du Spaß da? Natürlich, Digga. Was reimt sich auf Al Forno? Storno. Wir sind gerade am Essen und dann plötzlich, ich sehe einfach Pepper Woods da hinten. Pepper Woods? Hello. How are you? Hat jemand einen Ägypter in einem Schweineanzug bestellt, Bruder? Chillt. Pepper Woods. Steifen von Pepper Woods. Ein Schweine-McRib. Aber zurück zum Essen. Ist es gut, Alter? Was ist denn mit Spaghetti? Ich habe so Schnitzel geholt. Hier. Kann man machen. Und schmeckt ein Schweineschnitzel? Schmeckt nach Schwein, so wie es sein soll. Ich bin echt fröhlich, mit dir im Urlaub zu sein. Das freut mich, Osan. Bin auch froh, mit dir im Urlaub gewesen zu sein. Das war auf jeden Fall nicht das letzte Mal. Willst du ein bisschen von meinem Schwein essen? Während wir uns mit einer ausgewogenen Mahlzeit ernähren, kratzt sich Chan die Kronjuwelen im Hotelzimmer. Nee, Digga, ich hab mir von einer Seniorin die Eier kratzen lassen. Kapi. Aber ich habe ihm jetzt geschrieben, dass er mal runterkommen soll, weil es gibt gutes Essen. Ausnahmsweise mal hier im Hotel. Und es soll er sich nicht entgehen lassen. Mal sehen, ob er runterkommen wird. Wir haben jetzt fertig gegessen. Ah, da ist er auch schon. Oh, ein schöner Mann. Schon. Hast du dich auch nur drauf gemacht? Doch, ich mach den ganz drauf. So gibt's die Sachen. Ich hol schon, ich vertrau dir. Da gibt's Pesto. Ein Schweine-McRib. Hier ist die Dessert-Abteilung. Boah, Dessert mit Schweinegelatine. Ja, Mann. Magst du Dessert mit Schweinegelatine? Ohne schmeckt's doch gar nicht. Ein Schweine-McRib. Und das war schon. Der war okay. Wenn ihr wollt, dass wir auf weitere Videos von Lazo reagieren sollen, dann gebt es mir einen Daumen hoch. Abonniert den Kanal, würde mich sehr freuen. Vielleicht schaffen wir es ja noch bis zum Ende des Jahres, eine halbe Million hier voll zu machen. Denke ich eher nicht, aber wäre schon cool. Wenn nicht, auch okay. Tschüss.